Le Freunde, willkommen zurück zu Castle Crush. Wir haben beim letzten Mal den schwarzen Ritter bekommen und das ist eins sehr nice Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sogar so nice wie ein Coke-Eis. Verstehen Sie? Das war gerade ein, ja, ein Flow-Reim. Das kann sehr gut wahrstein. Jawohl. Nee, wir haben den schwarzen Ritter bekommen und ich habe ja schon mal gesagt, das könnte dem Let's Play eine ordentliche Wendung geben. Ja? Und ich denke, das kann sogar zutreffen. Aber bevor wir hier noch weiter rumlaberisieren, ja, würde ich einfach mal sagen, machen wir die Truhen auf und chillerisieren mal unser Leben. Ja? Ich will natürlich sagen, wir haben jetzt 30 Parts gebraucht, um überhaupt mal etwas Episches aus einer Silbertruhe zu bekommen. Ich weiß nicht genau, ob wir schon vorher irgendwie mal Glück gehabt haben. Kann sein, dass wir mal aus einer Goldtruhe oder so eine Epische gezogen haben. Oder dann wirklich auch aus einer Silbertruhe. Aber ihr merkt, wie unwahrscheinlich das Ganze ist. Wie unwahrscheinlich das Ganze ist, so etwas zu bekommen. Das ist das Ding. Und da muss ich echt dankbar für sein. Weil das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr unwahrscheinliche Sache, dass sowas mal passiert. Und es ist passiert und schön ist die Welt. So, jetzt würde ich sagen, verbessern wir mal irgendwas hier. Also entweder die Stärkung, die Pfeile. 32 Schaden mehr, das könnte den Unterschied machen. Ich mache mal die Pfeile. Weil gerade im Bedrängnis könnten die mir so viel bringen und die sind jetzt auf Level 7 und das ist schon mal sehr geil klingend. Fangen wir an, wir laberisieren wieder viel zu viel rum. Ja, ich muss nur eine Sache sagen, wir kämpfen jetzt gegen den Haiwan. Der Haiwan. Oder wie hat man das früher gesagt, als Casey Rebel das früher mal gesagt hat, da hieß es, glaube ich, immer so, Haiwan. Nee, nicht Haiwan. Haiwan klingt so, als würde das so ein Deutscher, so ein richtiger Allmann aussprechen. Das kann doch gar nicht sein. Haiwan. Ich glaube, das ist die richtige Sprechweise. Haiwan. Ja, sehr schön. Na, ganz geil. Nee, aber was ich sagen wollte, ich spiele das gerade mit meinem WLAN und ihr wisst ja, wie mein WLAN so, naja, meistens ist, wenn es um solche Aufnahmen geht, ja. Es könnte nicht ganz geil sein. Sehr wohl. Aber ich probiere mein Bestes. Ich probiere mein Bestmöglichstes, um hier ganz gut ja, voranzukommen, sage ich jetzt mal. So, jetzt hier der Henker. Da würde ich jetzt ganz gerne mal die Piratin ziehen, ja. Sehr wohl. Ach, du warst auch noch da. Du alte Sau. Du alte Sau. So, gleich können wir auch dann lecker den schwarzen Ritter. Der schwarze Ritter, ja genau. Ich hab immer Dark Prince oder dunkler Ritter gesagt, aber heißt doch schwarzer Ritter, oder nicht? Oder was? Brudinen. Ohne Witz. So, dann bringen wir nochmal den Henker mit ins Spiel rein, weil... Jetzt nichts falsch machen. Scheiße, das war ein Fehler. Ja, das war schon falsch, aber... Nichtsdestotrotz, der hat einen Level 2 schwarzen Ritter gehabt. Läuft bei ihm. Ja, aber ich spiele das hier gerade mit meinem WLAN und ihr wisst ja, wie mein WLAN so ist, aber... Jetzt gerade geht's ja, ne? Das ist auch manchmal so eine Sache, so... Keine Ahnung, was mit meinem WLAN los ist, dass es manchmal klappt, manchmal nicht. Ein Level 7er. Blech. Mal gucken, ob wir es schaffen, gegen ihn, ja, vorzudringen, ja? Und ob wir es überhaupt schaffen, ihm klatschen zu können. Das werden wir heute sehen, hey. Ja. Ich schätze mal, er wird eine Bombe oder ein Inferno legen, um ihn zu, ja, wegzuretuschieren. Here I come. Kann natürlich sein. Und da wir gerade sowieso nichts legen können, warten wir sowieso mal auf die nächsten Karten ab. Vielleicht kommt ja der Joker. Sehr schön. Dann lasse ich den mal in die... Ja, nach oben kommen. Ah, wobei jetzt über eine Lane nur zu gehen, könnte ein Fehler sein, weil er gleich dann wahrscheinlich... Inferno. Meteor hat er gezogen. Er hat das Meteor gezogen.
Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, das sieht schon ganz gut aus, ja. Oder warten wir auf den goldenen Schlag? Ui. Ui. I serve no one. Not again. Ach du Scheiße. Uiuiuiui, ist das hier aber auch ein knapper Scheißendreck. Ist das hier aber auch ein knapper Scheißendreck. Schade, da ist mein schwarzer Ritter leider gestorben, aber... Das macht doch nichts, ja. Hallo. Brudinen. Nun. Alles gut, oder was? Ich meine, heute kann mir sowieso... Wenn ich verliere, mir kann heute sowieso nichts die Laune vermiesen, weil ich heute... eins wichtige Sache machen werde, weil ich... heute zum Nintendo-Event in Frankfurt fahre und das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Angelegenheit, muss ich sagen. Es ist eins sehr, sehr wichtige Angelegenheit in meines Lebens, Bruders. Scheiße! Oh, da war die Heilung zu spät, na. Kacke. Aber ich habe ja zum Glück noch einen dunklen, schwarzen Ritter auf Tasche. Wobei mir das jetzt auch nicht so viel bringt. Höchstens jetzt. Und jetzt, jetzt macht er einen krassen Push da. Auf der Lane. Und da ist die Frage, ja, dann kannst du wieder nichts legen und dann ist es vorbei. Weil ich kann jetzt nur noch den hier legen und dann war es das eigentlich schon. Ja, das war's. Schade, aber da hat man gesehen, da konntest du wieder nichts gegen machen. Ne? Ging nicht. So, wenn ich da keinen Henker kriege, dann ist vorbei. Kann ich nichts gegen machen. Ich kann mich da nicht jedes Mal mit Pfeilen und Infernos retten. Das geht dann nicht, ne? Ich habe auch gar keine Stärkung bekommen oder nur eine. Ist ja auch richtig krass. Ha. Das ist immer das Beste. Naja. Naja. Ne? Wie gesagt, ich werde heute nach Frankfurt fahren zum Nintendo-Event und das wird auf jeden Fall eins krasse... Warum wurde da nicht... Okay. Okay. Ja, ich werde zum Nintendo-Event in Frankfurt fahren und das wird richtig krass sein. Das wird total geil. Ich will gerade sagen, dass es das auch mal wieder cool wäre, was zu legen, ne? Oder was legen zu dürfen. Weiß nicht, ob ich weiß ja nicht, ob ich darf. Aber, ihr seht, ich habe nicht so viel Chancen gerade. Ich habe hier nicht so viel Wahl, ne? Und Auswahl auch. Um hier irgendwas zu legen, darf ich anscheinend nicht. Und so ist dann halt auch vorbei. Wenn ich hier keine Pfeile kriege, dann kannst du da nichts gegen machen. Wenn du da keine Pfeile oder so kriegst, dann kannst du da nichts gegen machen. Ne? Ist halt so. Na, also da bringt mir auch der schwarze Ritter nichts. Das ist einfach, der bringt mir nichts. Wenn ich da keine guten Karten kriege, dann kann ich da nichts gegen machen. Ende. Ist so. Ich würde ja gerne gegen solche Leute gewinnen, aber es geht nicht, wie man sieht. Es geht nicht. So, das nutzen wir aus und machen dann so. Oh, die Krieger werden auch neutralisiert davon. Das ist ja krass. Das ist ja, wusste ich gar nicht. Gut, man muss sagen, es ist ein Level 4er, ne? Ist natürlich ein Level 4er. Ich sag mal, gegen den zu verlieren, das wäre schon hart traurig. Das wäre schon ziemlich traurig.
Ah, unnötig war das. Das war unnötig. Wo ich mich wundere, wo ist der Vorteil, einen Level... Wo ist der Vorteil daran, ein Level höher zu sein? Auch wieder unnötig. Wieder unnötig Elixier verballert oder Mana verballert. Gut, das war's dann wohl. Das wär's dann, würde ich sagen. Wobei, wo ist der schwarze Ritter hin? Wo ist denn der jetzt hin? Keines Ahnungsbruders, aber wir können das jetzt so verlagern, dass wir es schaffen. Weil wir jetzt drei Lanes abrennen und... Bitte einen schwarzen Ritter, das wäre nämlich ganz geil soweit. Das mache ich da. Ich bin so dumm, ich mache heute nur Scheiße, ne? Das ist... Wobei, also durch die ganzen Elixierfehler habe ich dann doch irgendwie noch es geschafft. Aber es ist auch ein Level 4er, ne? So, letzter Kampf für heute, wenn wir gewinnen sollten. Ja? Man merkt auch an meiner Stimme, dass ich hier relativ... dass ich mich relativ komisch anhöre, was halt daran liegt, weil ich... Was halt daran liegt, weil ich gerade eben erst aufgestanden bin und wir haben gerade 6 Uhr in der Früh, ja, 6.39 Uhr. Ich setze wieder alles daran, sehr früh aufzunehmen, weil ich heute um ungefähr 12 Uhr die Runde machen werde. Ich werde heute so um ungefähr 12 Uhr losfahren nach Frankfurt. Kevin holt mich ja ab, falls ihr Kevin kennt. Und ja, so auf jeden Fall, so wird das sein. Sehr wohl. Sehr wohl, Brodines. Ohne Witz. Oder was? Naja, das wird halt ein bisschen dauern, bis wir es geschafft haben, da hinzukommen. Deswegen müssen wir auch relativ früh losfahren und das wird halt 12 Uhr sein. Sehr wohl. Sehr wohl. Während er schon den Skelettkönig legen kann, kann ich gar nichts machen. Der Ballista geht mir da hinten so hart auf die Eier, das ist nicht normal. Du kleiner... Ich kann nichts machen. Das ist nicht dein Ernst. Ich kann einfach nichts machen. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Wenn ich das Inferno kriegen würde, würde ich auch mal was machen können. Aber ich kann nichts machen. Das ist das Problem. Ich kann nichts machen. So. Traurig, aber ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Geht nicht, ich krieg hier nichts hin. Das wird nichts. Na, also ist traurig. Kann ich nichts gegen machen. Naja, also bei sowas, da kannst du nichts gegen machen. Geht nicht. So. Da ist vorbei. Naja, also kannst du nichts gegen machen. Ne? Also bringt mir nichts. Wenn ich da keinen Joker kriege oder keine besseren Karten, dann geht halt nicht. Ne? Kannst du nichts gegen machen. Ich hätte einen Henker gebraucht, kam kein Henker, kannst du nichts gegen machen. Ne? Also ist vorbei. Vielleicht war da ein Henker, aber ich habe den nicht benutzt. Warum auch immer. Wobei ich eigentlich den Henker benutzt hätte, wenn es ihn geben würde. Wenn ja, ne? Ich hätte ihn ja benutzt, aber... Gut. Dann halt eben nicht. So, einmal für oben die Skelette, dann aber gleich mal für unten. Ich wollte jetzt eigentlich... Ja, das war schon okay.
Nee, aber ich verstehe das dann nicht, ne? Warum krieg ich keine Karten, die ich brauche, und er kriegt immer die besten Karten? So, warum kriegen die Gegner immer die besten Karten? Im Sinne von, naja, ihr habt's ja gesehen, ne? Tausende schwarze Ritter. Und ich kann hier gar nichts machen. Das ist... Kacke ist das. Was soll ich da machen? So kann ich doch nichts... So kann ich doch nicht arbeiten mit der Scheiße. Ist doch Dreck. Here I come. Das ist doch Dreck. Wenn ich nichts machen kann. Jetzt kann ich wieder was machen. Jetzt sind die Karten so, dass ich sagen kann, okay, kannst du knacken. Naja. Das liegt ja nicht mal an meinem Deck. Ich denke mal, mein Deck kann so relativ gut solche Sachen handeln, aber wenn ich da nichts kriege, wenn ich da keine Möglichkeit kriege, das Ganze soweit ja, in meine Richtung zu lenken, dann tut's mir leid. So, Schneesturm machen wir schnell auf Level 3, beenden dann den Part. Die Freunde, ja, das wär's für Geselgrasch. Macht's gut, haut rein. Ciao.